Ja, hallo, hier ist wieder euer Dietmar vom Kanal Selbstversorgung Alter Fahrt. Lasst euch mal überraschen, was ich euch diese Woche zeige. Wir mussten hier ein Dach decken, so halb wenigstens oder ein Stückchen davon. Ja, guckt euch einfach mal an, was sich diese Woche alles so getan hat. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Jo, moin. Ich bin jetzt hier erstmal so ein bisschen bei der Apfelernte. Hier auf dem kleinen Baum, da sind so viele Äpfel drauf, die kann man gar nicht auf einmal abpflücken. Aber so ein bisschen heute wenigstens. Wir machen dann immer so einen Eimer voll, dass ich den mitschleppen kann und dann machen wir da Apfelsaft raus. Wir haben uns da so einen Entsafter und guten geholt und dann kann man da Apfelsaft machen. Ja, so sieht das aus. Das ist die Arbeit, wenn man sich wenigstens auf gewisse Art und Weise ein bisschen selbst versorgen will. Ich habe hier auch zwei verschiedene Eimer. Da kommen die angepickten und so rein. Die kann ich dann hinterher noch verfüttern. Und hier kommen die rein, die wir gerne für den Apfelsaft nehmen würden oder die wir so essen. So werden wenigstens einige nicht verschwinden. Wie man sieht, also der hier ist angepickt. Der kommt dann in den schwarzen Eimer. Die sehen zwar nicht schön aus, aber die sind soweit in Ordnung. Die kommen dann in den Eimer für Apfelsaft. Wir müssen jetzt auch so langsam fertig werden mit der Apfelernte. Ich sag mal noch so ein, zwei Wochen vielleicht. Weil ich den Baum beschneiden muss. Er kriegt eine Winterbeschneidung, damit er nicht so weit wächst. Damit man vernünftig pflücken kann. Also wie man sieht, die guten ins Töpfchen und die schlechten ins Kröpfchen. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Dieser Baum hier ist vielleicht 2,50 Meter hoch. Er trägt dieses Jahr so viel. Hier sind bestimmt 4 oder 5 große Eimer Wasser, also so 10 Liter, 12 Liter Eimer voller Äpfel drauf. Und ich habe das ja schon mal angedeutet, das hier ist Dülmener Rose. Der schmeckt besonders gut, den kann man auch so essen. Aber jetzt schaut euch das mal an. Ich zeige euch das mal von weiter weg. Den Baum kennt ihr ja mittlerweile. Ihr seht, wie viel da noch dran hängt. Wir haben hier vorne nur einen kleinen Teil gepflückt und das ist jetzt schon der dritte 10 Liter Eimer, der voll ist. Dann muss man sagen, jeden Morgen, wenn ich hier hinkomme, esse ich einen Apfel von dem Baum. Die Kaninchen kriegen zwischendurch Äpfel. Also ich sag mal so jeden zweiten, dritten Tag, sonst kriegen sie Möhren. Ab und zu kriegt das Geflügel hier die Puten und Enten und Hühner kriegen so einen Apfel reingeschmissen. Und trotzdem hängt der Baum noch voll, wenn ihr euch das mal so angucken mögt. Aber daraus kriegen wir jetzt ungefähr 3 Liter, ja, sagen wir mal 2 Liter Apfelsaft. Das reicht erstmal. Morgen kann ich weiter pflücken. Ach, das wollte ich euch erstmal zeigen. So. So, wir müssen jetzt hier noch das Dach ein bisschen decken. Unser Junge hilft uns. Wir müssen auch nur 2 Platten da drauf machen. In der Mitte, wo die eine Plane zur anderen übergreift. Da ist auf dem Dach ein bisschen Siegel, wo es immer durchtropft und das muss ja nicht sein. Also versuchen wir beiden Dilettanten jetzt den Scheiß da oben irgendwie aufs Dach zu kriegen.
viel Spaß dabei. So, du musst ja gleich auf die Leiter, um zu gucken, ob die richtig liegt. Ne? Aber richtig war, das muss hier rein. Ne? Du weißt, was ich meine, ne? Die Kante darf da hinten nicht so... soll ich jetzt hier von vorne schieben und du guckst, ob das hinten einigermaßen dünnig mit dem Dach ist? Ja, aber ich würde gerne von hier jetzt nur ein bisschen schieben, weil ich gerade oben bin. Okay. Immer den Besen rein. Du möchtest das mit dem Besen? Ja. Bitteschön. Dünnig aus. Ich gehe mal eben rum und guck. Das wäre schön, genau. Und dann kannst du mir Bescheid sagen. Und wenn sein muss, schiebe ich noch hinterher. Eigentlich müsste die noch ein Stück dahin, dass die genau hier vorbaddelt. Meinst du, das kriegst du so? Robin? Ja, mir geht's gut. Ach, dann bin ich beruhigt. Und jetzt legen wir die zweite da drauf und dann gucken wir mal, dass wir das mit den Baumstämmen wieder festdütteln. Okay. Komm rüber hier. Das war ein ganz männlicher Schrei. Ach, Junge. Wie heißt das, der Hermann-Schrei, den die in Filmen und so verwenden? Das ist ein ganz schriller Schrei, wenn ich irgendwann abkratzt. Tatan. Warte mal, ich geh mal was gucken. Ein Karamba, das sieht dicht aus. Ich bring dir mal Schrauben wohl. Sei vorsichtig. Womit? Nicht, dass du da runterfließt. Ich habe keinen Bock zu lachen. Wir schauen hinterher mal zusammen aufs Dach, um zu gucken, wie das aussieht. Hygienevorschrift. Ja, egal wo, einfach reinklauen. Ja, da, wo Löcher sind. Toll. Ich brauche längere Schrauben. Ja, okay. Dass die Jugend immer irgendwas Längeres braucht. Ich bring mir längere Schrauben. Ja, mal gucken, wie das da oben so aussieht. Ich sehe das leider so nicht. Aber das wird schon hinhauen. So. Und jetzt werden wir beiden intelligent Bestien in die Baumstämme da drauf schmeißen. So, der soll doch hier drauf, ne? Ja. Da gibt nichts zu lachen, Kollege. Dann lass uns mal gucken, was wir da für einen Scheiß fabriziert haben. Aber wie bei allem, was wir hier so haben, wichtig ist nicht, wie es aussieht, sondern zweckmäßig ist. Wie man sieht, da ist weiße Folie, da ist schwarze Folie. In der Mitte war jetzt irgendwie mistig, wo die zusammen überlappt hat. Das war löcherig irgendwie. Irgendwie lief da hinten immer Wasser durch, gerade da hinten. So, ich hoffe mal, das hat sich jetzt mit den beiden Planen erledigt. Und da muss man ja sagen, Gott sei Dank hatte ich vernünftige Hilfe von meinem Jungen, weil ohne den würde ich sowas nicht schaffen. So, wir haben jetzt Mitte Oktober und es wird langsam kalt
Und damit sich die Wildvögel schon mal daran gewöhnen können, fange ich jetzt langsam an, Vogelfutter für die Wildvögel zu verteilen. Dann wissen die so in 2 Wochen spätestens Bescheid, dass es hier Futter gibt. Dann haben wir Anfang November. Ich finde, das ist eine gute Zeit, die zu unterstützen. Normalerweise soll man ja hier das ganze Jahr die Wildvögel noch ein bisschen mitfüttern. Aber hier in unserem Garten wächst so viel und liegt so viel auch an Hühnerfutter rum. Deswegen verzichte ich da im Sommer drauf. Aber jetzt so langsam sollten wir anfangen, unsere wildlebenden gefiederten Freunde ein bisschen zu versorgen. Also jetzt am Anfang mache ich noch nicht viel. Nur so ein bisschen. Nur damit die sich schon mal dran gewöhnen. So. Ich sag mal hier so 2 Becherchen hiervon, das dürfte funktionieren. Wartet mal. Das war nicht das Letzte. Dann kommt mal mit. Also in spätestens 4 Wochen, so war das die ganzen Jahre davor auch, sitzen hier unsere gefiederten Freunde auf den Bäumen und warten darauf, dass ich endlich komme, damit die an ihr Futter kommen. So, und hier habe ich jetzt noch ein neues geholt. Also ein neues Futterhaus. Und ich habe gedacht, man gibt so viel Geld aus im Jahr für Mist. Da kann man das auch mal für sinnvolle Sachen ausgeben. Aber ich sehe gerade, man kann alt werden wie eine Kuh, ihr kennt das ja. Eigentlich ist dieses Häuschen nicht ganz so geeignet. Das sieht zwar toll aus, man kann oben den Deckel aufklappen. Da unten kommt dann das Futter raus. Aber die hätten das Dach ruhig so weit ziehen können, dass das Futter nicht nass wird, finde ich. Na, ich muss mal gucken, ob mir da irgendwas einfällt zu. Einfach das Dach verlängern, vielleicht. Schauen wir mal. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Wie gesagt, wir sind ja jetzt auch erst am Anfang der Fütterungssaison für unsere alten Wildvögel. So im Dezember fange ich dann an, die Meisenknödel selber zu machen. Erstens ist es günstiger und zweitens kann ich das dann in Tontöpfe oder so packen und kann das hier überall aufstellen. Und diese Netze an den Meisenknödeln gehen mir fürchterlich auf den Nerven. Also hier haben wir das letzte Vogelhäuschen. Das habt ihr ja wahrscheinlich im Sommer schon ein paar Mal gesehen. Ich hatte hier, wie man sieht, die Sonnenblumen reingetan, damit die schon mal was picken können. Das haben die gut gemacht. Die sind leer. Wie man so sieht. Und dann kommen auch hier 2 Becherchen rein. Das muss jetzt auch nicht jeden Tag sein. Jetzt erstmal am Anfang. Einfach, dass sie sich ein bisschen daran gewöhnen können. Wie man sieht, das Vogelhäuschen habe ich selbst gebaut. Das geht ja eigentlich schnell. Eine Bodenplatte, 4 Lettken drumherum nageln, ein Dach oben drauf machen aus 2 Brettern. Und dann habe ich dann einen Teppichboden drüber gemacht. So einen PVC-Boden, weil ich den noch rumfliegen hatte. Ja, und da können die sich jetzt die nächsten Tage dran erfreuen. Ach Max, das ist dafür da, um Kohl abzudecken. Nicht damit du dir das gemütlich in der Hängematte machst. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Auch das, finde ich, gehört dazu. Als Selbstversorger, weil man dann die Vögel auch für den Frühjahr wieder hier hat, die einem dann die Schädlinge wegpicken. Oder ich sage immer gerne die Nichtnützlinge, ob das schädlich ist, liegt wahrscheinlich im Sinne des Betrachters. Aber ich finde, wenn man ein Grundstück hat, dann sollte man das tun. Dem Wildviehzeug geht es eh nicht mehr so toll durch unsere Monokulturen und durch die diversen anderen Sachen, die die Menschheit der Erde antut. Und wenn man dann im Kleinen so ein bisschen wenigstens helfen kann. Ich denke mal, das kann man dann machen. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich so 25 Kilo Säcke hole an Wildvogelfutter,
Da kostet einer so 25 Euro von. Da brauche ich von jetzt Mitte Oktober bis April ja, vielleicht 3 Sack. Mein Gott. Solange man sich das irgendwie leisten kann, ist doch alles gut. Vielleicht schaffen wir das nächstes Jahr mit den Strompreisen nicht mehr. Aber dieses Jahr geht's ja noch. So, wie man sieht, den schmecken die Äpfel ganz gut. Selbst den Enten schmecken die Äpfel. Mein Gott, sind das Riesenviecher geworden. So, das war das Video für diese Woche. Ich würde sagen, wenn ihr Spaß daran gehabt habt oder wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr mehr sehen wollt oder einfach nur aus Freundlichkeit, Daumen nach oben, Abo dalassen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Wochen wieder. Und dann kann ich wie immer am Ende nur sagen, tschüss, sagt euer Dietmar vom Kanal Selbstversorgung, Alter Pfad.